und herzlich willkommen zu den ersten Studio 71 News von Clara, die sechsten von Julian und von mir ist es mittlerweile die 49. Und alle so, wer ist Clara? Das ist Clara. Hallo Clara. Hallo. Was machst du jetzt hier? Weiß ich auch nicht. Sie ist einfach da. Wenn ihr mehr von Clara sehen wollt, schreibt in die Kommentare, wir wollen mehr Clara sehen. Wir wollen Clara sehen. Interne News, es ist einfach niemand da. Ein Teil unserer Crew ist in New York mit den Beauty-Mädels auf einer Beauty-Tour. Ein paar sind in München beim Sommerfest bei ProSieben und bei einer Rouge-Preisverleihung. Und der klägliche Rest ist hier geblieben und brütet in der undankbaren Hitze von Berlin. Und falls es der ein oder andere von euch noch nicht mitbekommen hat, am 8.8. um 20 Uhr in Halle 1 der Kölnmesse findet Last Man Standing Generations statt. Und ich werde auch vor Ort da sein. Und wenn ihr euch jetzt noch keine Tickets geholt habt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung, denn ihr könnt Tickets kaufen. Und dann sehen wir uns da und dann drücken wir uns da, dann haben wir uns da alle lieb. Und wegen dem Rest könnt ihr auch noch kommen. Aber Hauptsache wegen mir. Denn einfach jeder ist da, also hol dir auch ein Ticket. Ja, du! Du brauchst gar nicht so zu gucken. Ich weiß ganz genau, dass du noch keins bestellt hast. Geh jetzt halt einfach auf den Link, klick drauf und kauf's dir. 9,99 €, keine Werbung, nur eine Empfehlung von mir für dich. Mach schon. Klick. Wegen mir. Mein. Short News? Short News. Ich habe ehrlich gesagt wirklich drauf gewartet und es ist passiert. Liv Lloyd hat ein Reaktionsvideo auf diese ganze Journalisten. Wir bashen jetzt den armen Kerl, der ja die Kanzlerin nicht ordentlich interviewt hat und das voll gar nicht gut gemacht hat. Er hat drauf reagiert und er hat so gut drauf reagiert. Guckt euch alle bitte mal dieses Video an. Es ist wundervoll, es sagt genau das, was wir alle denken. Und Flo, du hast es toll gemacht. Daumen hoch dafür. Immer noch, auch eine Woche später. Jetzt diese App. Möchtest du das den Zuschauern erklären? Wie hieß der nochmal? Beep? Beme. Wie hieß die Beep? Ich habe sie Beep genannt. Beam. Beam me. Warte. Wuhu! Ich bin unsichtbar. Ich kann mich nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Ich stehe noch da. Das kann mich nur keiner sehen. Und ich habe nichts an. Ich bin nackt. Ich stehe nackt vor der Kamera und ich bin unsichtbar. Und jetzt bin ich wieder da und habe mir meine Sachen angezogen. Wenn ihr das ganz, ganz langsam laufen lasst, könnt ihr vielleicht den Frame sehen, in dem ich mein Kleid ausgetrunken habe. Okay. Gott, es wird einfach nicht besser heute. Es ist furchtbar. Mit Kopfschmerzen moderieren? Es gibt eine neue, traumhafte und unglaublich innovative App auf dieser Welt. Und zwar mit dem Namen Bibi. Hintergrund dieser App ist die Tatsache, dass sie den Augenblick festhält, wie wir Menschen sind. Spontan, ungezügelt und noch spontaner. Mit dieser App könnt ihr quasi zum Beispiel euer Telefon, Handy, Smartphone auf die Brust halten, ein Foto machen und sie nimmt sozusagen auf, was ihr in dem Moment seht. Alternativ könnt ihr auch etwas aufnehmen, etwas filmen und die App filmt im gleichen Moment eure Reaktion darauf. Noch besser! Diese Bilder werden nicht gespeichert, die Videos werden auch nicht gespeichert, sie sind nur für den Moment verfügbar. Be me, für den Augenblick. Das bedeutet, wenn ich mir diese App installiere, dann könntet ihr Be me, Bina-Bilder sehen, die in dem Moment passieren. Also könntet ihr quasi voll mein Leben stalken. Noch ein Grund mehr, es nicht zu tun. Be me. Ich würde es keinem empfehlen. Ist nicht so aufregend wie ihr denkt. Glaubt ihr an Wunder? Nun, ihr solltet es vielleicht in Anbetracht der nächsten Geschichte tatsächlich tun. Das Bild der heiligen Maria hat in einer Kirche in Australien mit zum Gebet ihre Lippen bewegt. Und das wurde aufgezeichnet in einem Video. Und sie macht da so... Ob das schon fake oder echt ist, das werden wir wohl nie erfahren. Guckt euch das Video an. Ist witzig. Ich hab Kopfschmerzen. Ich gehe jetzt nach Hause. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Tschüss. Fußbruder! 50 Wochen. Wie viele Wochen hat ein Jahr denn? Ernsthaft? Ich weiß, dass es 365 Tage hat. Ja, bis 7.
7, 14, 21, 28, 5, 5, irgendwas mit 50. 52. Wahnsinn. Was machst denn du da? Ich guck, ob du schaffst es. Oh, stop it, you! Der heiligen Maria in einer Praying Session. Wie heißen die Dinger? In Angesicht der nächsten Story. Oh. Interne News, wir hatten letzte Woche ein LPT-Sommerfest. Schaut die LPT-Sendung. Von letzter Woche. Und schaut die von gestern. Ja. Be me. Be me? Be him. Be Clara. Be laut. Be laut. Be, ich will was trinken. Be, wo ist mein Trinken? Be, Clara, kannst du mir bitte mein Trinken geben? Be, Clara, ist die Größte. Läuft. Ich mal das aus der Ich-Perspektive. Ein Jufi sozusagen. Kein Selfie. Ein Jufi. Ein Foto von dir. Was ich mache. Ganz cool. Bimi. Guck, was ich sehe. Bimi.